Hallo, hey Moin und na, willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nasdaq Challenge. Wir stehen hier an der Scheidequelle, hat Cynthia, glaube ich, im letzten Part zu uns gesagt. Und wir haben Giratina gefangen. Ich musste da den Meisterball benutzen, aber mir blieb keine andere Wahl, sofern ich doch zumindest ein bisschen meiner Team-Pokémon behalten kann. Beast Boy ist gestorben gegen Giratina. Hat sich mit Kopfstoß selber getötet. Rückstoßschaden, ja. Sehr spektakulär. Könnt ihr euch im letzten Part nochmal anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Bowser ist da weggekrittet worden und Caper ist bereits schon an der Speersäule getötet worden. Aber ich hatte halt noch keine Möglichkeit, ihn abzulegen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas Gutes finden können. Normal. Also, wollte ich nämlich einen Blick auf die Karte werfen. Ich habe, wie ihr gesehen habt, noch keinen abgelegt. Ich habe auch noch kein Offscreen-Training gemacht und ihn wieder zugeholt. Sondern das werde ich im Anschluss von diesem Part hier machen. So, wir sind hier am Frühlingspfad und am Frühlingspfad waren wir noch nicht. Bedeutet, wir könnten jetzt erstmal richtig schön eine Profi-Angel ausschmeißen. Ja, jetzt wird erstmal richtig dick was geangelt und es ist nichts... Nidoran. Ja, es ist nichts Besonderes, wie ich schon erst sagen wollte, genau. Na gut, es gibt Schlimmeres, weitaus Schlimmeres. Einiges haben wir schon gehabt, einiges werden wir noch kriegen. Aber jetzt haben wir erstmal hier einen Nidoran männlich. Wird also zu einem Nidoking werden. Und okay, das überrascht mich jetzt nicht wirklich, dass da der Flottball gewirkt hat und wir dieses Nidoran männlich eingefangen haben. Und ein Eintrag im Pokédex, selbstverständlich. Es untersucht die Umgebung, indem es die Ohren spitzt und lauscht. Sein giftiges Horn schützt es. Im Sinne von Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Wie nennen wir denn den Dinosaur King? Ich nenne ihn T-Rex. Nein. Okay, ich probiere mal, ob ich das irgendwie hinkriege von den Namen her. Gucken wir mal. Hassel. Ja, es passt jetzt wirklich. Hassel. Hasselberry. Da fehlt ein R. Das ist jetzt Hasselberry. Ist ein bisschen falsch geschrieben. Aber diesen Hasselberry, obwohl ich kann das eh am Ende weglassen. Da machen wir das nochmal so. Hasselberry. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jetzt richtig geschrieben wäre. Angenommen, das E wäre richtig. Aber Hasselberry. Ja, ich habe natürlich vor Jahren auch im Fernsehen Yu-Gi-Oh! GX gesehen. Und da gab es in der zweiten Staffel, glaube ich, kam da irgend so ein neuer dazu und der hatte halt Dinosaurierkarten. Und der hieß Hasselberry. Und ja, deshalb passt das vielleicht ganz gut zu Nidoran männlich, wenn es zu einem Nidoking wird. Was hat es denn alternativ hier im Gras gegeben? Eine Magret. Okay, das hätten wir schon gehabt. Hätten wir schon gehabt, genau das. Man könnte auch nochmal ausprobieren, ob diese schwarze Flöte vielleicht einfach immer gilt, wenn, bis wir das Gebiet verlassen. Also, werde ich jetzt einfach mal das kurz testen, hier live mit euch quasi. Die schwarze Flöte aktivieren und hier ein bisschen durch den Gras rennen, weil ich will, einen Pokéball suchen, ob hier einer ist. Okay, schwarze Flöte taugt für einen Arsch. Ganz offiziell jetzt. Denn es hält keine Pokémon ab. Das tut es einfach nicht. Ja, ich werde einen Schutz benutzen. Ich weiß nicht mehr, ob hier Items sind, deshalb, ich gucke hier gerade. Könnte immer noch eine Herzschuppe oder sowas sein. Und ich brauche Herzschuppen. Ich kann sie gut gebrauchen, um Pokémon bessere Attacken beizubringen. Manchmal zumindest. Deshalb, jetzt reicht's mir. Es reicht mir! In diesem Part wollte ich eigentlich noch ein bisschen was erreichen. Also wir müssen ja zu Professor Albo und ihm ein bisschen was da berichten, was uns da widerfahren ist. Ansonsten können wir jetzt den Weg da passieren, der zuvor von einem Stromausfall von einem fülligeren Mann blockiert worden ist. Und dort geht es dann halt gen 8. Orden, bevor dann endgültig die Pokémon-Liga ruft. So, jetzt kann ich auch nochmal zeigen, wo der Frühlingspfad einen eigentlich herführt. Also eigentlich hier. Das ist uns kein unbekannter Ort. Hier geht es unten nach Weideburg und oben ist Schleide. Und hier waren einfach Bäume vor. Hier müssten Bäume gestanden haben. Und der Weg ist jetzt freigelegt. Und Schutzweg nicht mehr. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm.
Also wir fliegen jetzt mal nach Sandgimmel. Das ist dort, genau. Mal hier schön hinflyen jetzt hier mit unserem Bloodhater. Und als erstes werden wir Pokémon heilen, dann werden wir auf die Box stationieren, zumindest die, die auch wirklich gefallen sind. Bei den anderen sollten wir das natürlich nicht tun, wenn sie noch on the live sind. Und dann werde ich trotzdem jetzt erstmal nur mit drei Pokémon herumlaufen. Es sei denn, ich finde jetzt spontan ein Pokémon, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. So, du bist gestorben, Beast Boy. Du bist draufgegangen. Dann als nächstes war Turtok draufgegangen. Ach ne, Caper war noch als allererstes. Als allererstes war Caper. Im vorletzten Part. So, Caper hat auch kein Item mehr. Beast Boy muss sich die Schafklaue abnehmen. Oh, das wäre so gut gewesen mit Knirscher und dann megasten Crit-Schaden. Schade, auch Turtok war richtig geil. Also, okay, ich weiß auf jeden Fall schon Pokémon, was wir mitnehmen müssen. Oh, schaut euch mal die Box an. Und das ist hier. Achso, wir haben hier zwei. Face oder Mrs. Marinos? Schauen wir nochmal eben. So, was haben wir denn bei Face? Mutig. Okay. Verhindert Item-Diebstahl. Das ist ja... Wow. Okay, ich denke... ich werde Mrs. Marinos hier mitnehmen, weil die hat Eisstrahl. Das ist ziemlich nice. Gut, dann gebe ich ihr gleich mal den, oder ihr sofort den EP-Teiler. Dann bekommt ihr schon mal ein bisschen Erfahrungspunkte ab. Allzu unterlevelt ist sie auch nicht. Das ist ganz gut. So, um die 10 Level ist auch noch hinter uns. Mit unseren übrigen Pokémon. Deshalb ist es ganz in Ordnung. So, quatschen wir mal mit Professor Alp. Quidnow, du bist wieder hier und ich bin sprachlos. Du hast es geschafft, du hast es wirklich geschafft. Noch nie in meinem 60 Lebensjahren hat mein Herz so laut geschlagen wie heute. Der Professor hat eine Menge Dinge überprüft, nachdem du weg warst. Er hat sich große Sorgen um dich gemacht, Quidnow. Er hat sogar Bekannte um Hilfe gebeten und jetzt? Quidnow, ich bin so froh, dich in Sicherheit zu sehen. Komm zurück. Oh ja, da war noch etwas, das ich dir sagen wollte. Die drei Pokémon sind offenbar an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Und nun erzähl, wie ist es dir ergangen, der Pokédex? Oh, du hast 171 Einträge. Und wie viele Orte hast du? Sag bloß, 7 Stück. Da bleibt ja noch die Arena von Sonneweg. So weit bist du schon gekommen. Wieso gehst du nicht noch nach Sonneweg und holst dir den Orden? Du kannst auch die Pokémon-Liga herausfordern. So weitest du deinen Horizont wie nie zuvor. Und bedenke nur die neuen Pokémon, denen du auf dem Weg begegnest. Ja, das ist jetzt der Tipp und den nehmen wir natürlich wahr. Pokémon-Liga stand von Anfang an natürlich schon fest. Zu unserem 10. Geburtstag sind wir so aufgewacht und da stand schon fest, okay, heute ist es soweit, Pokémon-Liga, ich mach dich kaputt. Und das wollen wir jetzt auch machen, deswegen gehen wir jetzt von hier aus, ja, Kühnheitsufer. Von da müssen wir, ich denke mal von Weideburg aus, ist das ein wenig kürzer. Bin mir aber nicht sicher, keine Ahnung. Eine Sekunde, muss ich mal kurz mal Pokémon aufmachen. Bloodhater nach vorne. Bloodhater, ich hoffe Bloodhater stirbt nicht, der ist sehr wichtig. So, jetzt wird aber erstmal Server hier Miss Marinos beigebracht, bevor ich das noch vergesse hier. So, du hast ja schon einen recht interessanten Move Pool, habe ich gesehen. Eisstrahl Abgesang ist natürlich Selbstmord, das ist nicht gut. Aber hier, zumindest können wir Abgesang wegmachen und dafür erstmal Surfer beibringen. Um den Rest werde ich mich mal aufscreen so ein bisschen kümmern. Wenn ich Glück habe, finde ich noch eine Herzschuppe. Dann habe ich da noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten an guten Attacken. Das mit den Scherben funktioniert ja leider nicht so wirklich. Deshalb bleiben mir eigentlich nur Herzschuppen als wirkliche Alternative. So. Hier abgesucht nach Herzschuppen hatte ich auch schon. Mal offscreen. Also ich habe da schon einige Sachen probiert und ich habe auch schon probiert, in den Untergrund zu gehen. Diesen Forschersack, weil ich da weiß, dass man auch Herzschuppen zum Beispiel ausgraben kann. Aber Forschersack funktioniert hier irgendwie auf dem Emulator nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da eine Lösung für. Ist aber im Prinzip auch nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Hier ist doch bestimmt ein Item, oder? Das? Einfach gar nichts? Okay. Okay, wenn du das sagst, Spiel. Und können wir hier angeln? Na gut, wir haben jetzt geangelt. Wir gehen jetzt einfach mal ins Gras. Dann, was ist denn das Pokémon? Was ist es? Was ist es? Bojelin. Allein für sich ist das ja cool, weil wir ihn aus dem Surfen haben, aber andererseits hatten wir halt schon eins und bin ich so ein Fan davon, die gleichen Pokémon nochmal zu haben. Naja, vom Level her auf jeden Fall nicht übel. Ich mach mal einen Windschnitt hier. Fangen wir jetzt auf jeden Fall
Ja, na klar. Okay. Da hat Blatt hätte er ganz gut vorgelegt. Wenn das mal kein optimaler Wert ist, optimaler Schadenswert zum Fangen hier. Wirpool auch wieder viel zu aufwendige Animation für den Simulator. Das geht nicht klar. Mein PC kommt einfach nicht hinterher. Ja. Wir sehen, ich habe das mit den Lags immer noch nicht in den Griff bekommen. Habe heute wieder was ausprobiert. Habe noch einen anderen Emulator jetzt hier am Laufen. Also nicht eine andere Version mit anderen Einstellungen. Hilft alles nichts. Fraps, Action, keine Ahnung, Programme im Hintergrund schließen, keine Ahnung, irgendwelche Game-Programm-Booster, die die Priorität erhöhen. Nix. Nix. Wo lag ist, ist lag. Ich kann. So, die ersten Parts waren Let's Play, so ohne Lags. Und dann irgendwann ging das los, so ein Part 14 oder sowas. Und die, das. Ich kann das einfach nicht erklären. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bekomm's nicht weg. Ich hoffe ja, es wäre natürlich ziemlich nice, wenn ihr mir in der Zwischenzeit schon, wo das angefangen hat mit den Lags oder sowas, ein paar nützliche Tipps in die Kommentare geschrieben habt. Für die Leute, die ja vielleicht ein bisschen Ahnung haben und das Problem vielleicht mal selber hatten und das irgendwie gelöst. Ach, kann ich nicht austauschen, ne? Das vielleicht gelöst haben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Dann könnte ich bei weiteren Projekten mit dem Emulator irgendwie das Problem auch bei mir beheben. Aber jetzt selber, ich habe wirklich schon viel geguckt und so und ich kriege das einfach nicht weg. Ich krieg's nicht weg. Ganz, ganz seltsame Sache. So, es kann weiter hier Bälle geworfen werden. Vom seltsam aussehenden Whirlpool aneinander gekettete Blubber-Attacken. So, Nestball. Das haben wir auch noch ein bisschen Schaden. Und dann hoffen wir nochmal, dass wir diesen Bourgeline hier fangen können. Ein gutes Alternativ-Pokémon. Aber jetzt haben wir erstmal Mrs. Marinos. Bourgeline wird dann auch eins der letzten Pokémon sein, die ich mitnehmen werde. Weil wir es eben schon hatten. Ja. Also es wäre wahrscheinlich eine Alternative, falls Mrs. Marinos dann draufgehen würde. Ist auch männlich. Also ein Cap-Verschnitt quasi. Wie könnte man den nennen? Ja gut, ich habe einen Namen, es könnte etwas schlecht wirken, aber... Jetzt haben wir hier mal... Einfach, da Klabauter mal nicht passt, haben wir hier einfach nur den Klabauter. Ja! Also Klabauter, ich denke, du wirst uns irgendwann mal gute Dienste leisten. Sofern Mrs. Marinos sich auch Urlaub gönnen will, genauso wie Falkina beispielsweise. So, hier ist vielleicht ein Item. Hier ist kein Item. Ist hier vielleicht ein Item? Ein Sternenstück. Naja, hätte auch eine Headshot sein können. Und hier haben wir nix. Okay. Na denn, fighten wir mal gegen dich. Du bist ein Glücksspieler, oder? Ich muss diesem Trübsal entkommen. Du kannst mir Gesellschaft leisten. Du warst... Also so ein Münzspieler meine ich. Ach nee, du bist ein Schnösel. Okay. Treffen wir jetzt auf diese kleine... Kleiner-Tassen. Ja, nein, Trainerklassen, meine Güte. So. Fliegen ansetzen erstmal gegen Galoppa. Galoppa hat unsere gute. Monet, genau, Monet. Ich hab. Ach. Jetzt habe ich gerade irgendwie an den Namen Shiva gedacht. Ich weiß gar nicht warum. Ja, Monet ist ja von einem Galoppa gekillt worden. Und Captain auch! Mann, das ist doch jetzt hier. Das ist doch nicht wahr! Galoppa! Das ist zwar nicht du, aber ihr müsst bezahlen. Das ist mein Giftstreich. Alles klar. Und Erfahrungspunkte gibt es natürlich auch oben. Da gar nicht so viele. Achso, wegen dem EP-Taler. Und Alex ist mit Legs erledigt worden. Okay, dann wechsle ich mal die Dings-Pokémon. Also diesen Part würde ich schon gerne noch ankommen in Sonnewick. Jetzt schaffen wir ja gar nichts mehr. Jetzt gehen wir ja voran wie ein Baum, weiß ich nicht. Gut, die lasse ich hier mal wegen, weil Offscreen-Training. Ich guck mal, ob ich hier noch andere. Dich nehme ich mit. Dem Genuss eines Mahls im Hotelrestaurant folgt ein Kampf. So will es die Etikette. Ah, ich bin mir sicher, da ist auch jeder Gast einverstanden. Almut. Almut! Schönheit Almut. Oh. Oh. Alamut kenne ich aus. Achso. Oh, das Ding hat Insomnia. What? Na schön, dann hau ich jetzt aber auch ab. Das ist mir jetzt aber zu viel Shit hier. Das geht gar nicht so gut klar. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Klabauter nicht im Rahmen erscheint, obwohl wir ihn hier im Team haben,
Liegt daran, dass er offiziell nicht von mir als im Team bezeichnet wird, sondern er ist halt erstmal gefangen und wird dann auf die Box stationiert, sofern ich an der Box bin. Könnte auch sein, dass ich es offscreen mache. Auf jeden Fall gehört er nicht zum Team, weil, wie gesagt, solange Miss Marinos da ist, wird er nicht von mir verwendet. Deshalb erscheint er auch nicht im Rahmen. So, und wie ich hier sehe, bekomme ich hier Probleme. Da muss ich mal den Blood Hater reinschicken, denn der hat mit Nachthieb womöglich nicht so Probleme. Ich hoffe es zumindest. Die werden es jetzt... Oh, du boostest dich langsam ziemlich gefährlich. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Zweimal reingeschmiert kann gefährlich sein. Fliegen! Hoffen wir, dass er jetzt das nicht nutzt, um nochmal reingeschmiert zu machen. Nee, Nachthieb. Oh, oh, oh. Das kann gefährlich werden hier mit dem Kramchef. Okay. Flügelschlag. Okay, Flügelschlag ist physisch. Da muss ich mir nicht so Sorgen machen. Dann bringen wir es mal hier mit dem Windschnitt zu Ende. Alles klar. Das hätte uns richtig gefährlich werden können. Wenn es jetzt irgendeine heftige Attacke gemacht hätte. Beispielsweise... Finsteraura. Heißt die Finsteraura die Attacke? Dunkelaura? Ihr wisst schon, so eine Attacke. So eine, die macht so komische Geräusche. So du. Kennt ihr vielleicht... Falls ihr es nicht kennt, denkt ihr, was macht der Spaß da? Aber, ich kann es versichern, die Attacke gibt es. Ey, wir haben kein Pokémon, was der Schneider kann. Das ist eine nice Idee. Kann gerade irgendwer der Schneider lernen, das gehe ich halt den langen Weg. Ist auch kein Thema. Nö. Ist nicht so, dass ich die Wahl habe, ach, das passt nicht so gut, das gefällt mir nicht so vom Movepool her. Nö. Kann einfach komplett überhaupt keiner lernen. Pokémon, den werde ich mir aber so snacken. Nein, den snacke ich jetzt. Der wird jetzt gesnackt, der Pokéball. Da ist ja hier keine Frage. So, was haben wir denn hier? Einen Hypertrank. So, sonst kommt ihr noch auf die Idee. Quintner, du hast im Part gar keine Herzschippe gefunden. Hast du jetzt gescheatet oder was? Nein. Es war doch nur ein Hypertrank. Das einzige Item, das man wirft, ist der Pokéball. Aber ist das wirklich wahr? Ich möchte, dass darüber nachgedacht wird. Da schenkt ihr diese TM-Schleuder. Ich kann nicht sagen, dass es die wirklich TM-Schleuder, aber Schleuder haben wir, glaube ich, schon mal bekommen. Es ist, ja, was Schleuder macht, wissen wir. TM 56 ist... Oha, Steinkante! Das ist mega, die krasse Attacke. Ja, auf Doktor, so sehe ich aus. Der physisch so reinhaut, ne? Das müssen wir uns aufheben. Kämpfen wir mal gegen diesen Polizisten hier. Wer ist da? Was machst du da? Ach, der hat die gleiche Musik wie diese Kämpfer. Schwarzgurt oder diese... ja, Kämpfer halt. Ein Togetic. Hallo, Kalumon. Na? Hast du auch Schnarchnase? Okay. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber du kriegst doch keinen Boost. Du bist das Konfetti. Sorry, dass das... Also ich glaube, ich merke selber, dass die Aufnahme heute jetzt, also jetzt gerade dieser Part, nicht so berauschend ist wie andere möglicherweise, nicht so spannend, keine Ahnung, weil ich fühle mich selber schon recht müde und dann bin ich vom Kopf vielleicht nicht so aktiv hier. Keine Ahnung, das sage ich jetzt einfach mal als Ausrede hier, obwohl ich bin wirklich müde. So gut, da ist noch ein Doppelkampf, den können wir gut mitnehmen. Oh yeah, Doppelkämpfe sind eigentlich nicht schlau. Sieh dir mein Pokémon an, es ist so cool. Aber was willst du, mein Guter? Wir werden auf der See in einem Boot fahren, nur du und ich, ja. Dono? Ah. Da, geh weg jetzt. Ingo und wie der Junge heißt, Jano. Nicht Janus, yes. Watch your step. Okay, den Sandsturm werde ich jetzt erstmal ganz schnell loswerden hier. Gefällt mir nämlich nicht so. Erstmal Psychokinesi auf Hippopotas und du machst Sonnentag. Dann werden wir jetzt nämlich den Sandsturm los und ersetzen durch ein wenig Wärme. Okay, Hippopotas sind wir sowieso schon mal losgeworden. Den Sandsturm werden wir aber nicht los, nur dass wir seinen Ursprung quasi zerstören. Nein, er würde bleiben. Aber zack, jetzt ist er weg. Du benutzt Seha. Aber ich hoffe mal, dass wir dich besiegen, bevor der Seher eintrifft. So, Psychokinese und... Ja, Schallwelle. Schallwelle hätte beide Gegner getroffen. Okay, das ist auch interessant. Soweit auch logisch, aber einiges
Wäre für mich auch logisch und ist hier nicht so, also. Ja, hätte auch sein können, dass es nur ein Pokémon trifft. Und Natu erledigt. So, war das eure einzigen Pokémon, die ihr hattet? Level Up für Don N. 44. Und die beiden sind erledigt. Hui, ich musste mich an meinem Schwindreif festhalten. Deine Pokémon sehen sehr gut aus. Okay. Den müssen wir auch noch vorbei. Wie komme ich denn das Item daran? Achso. Zertrümmerer. Haben wir auch nicht. Gut. An das da oben kommen wir auch nur mit der Schnelle ran. Ich habe einen großen Traum. Ich möchte gegen jedes Pokémon auf der ganzen Welt kämpfen. Ja, sorry, Giratina habe ich dir schon mal weggeschnappt. Dialga und Palkia wirst du auch nicht so leicht rankommen. Arceus ist tot, also der Gott ist tot. Der wurde weggefintet. Ja. Ich glaube, ich habe dir deinen Traum zerstört, aber... Sag es nicht weiter. Hat doch erstmal hier ein Zubat erledigt. Nicht, dass es doch anfängt, irgendein Blut zu saugen. Das kann Bloodhater gar nicht leiden. Schick mir doch mal direkt rein. Jetzt muss ich erstmal hier dein Team vorknüpfen und dir erstmal was erzählen. Das kann's doch nicht sein. Gimmi hop, Joachim, Gimmi hop, Joachim. Fliegen. Fliegen. Ja, was machst du? Unheilböen. Dün, 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 dün. Nein, das war schon wieder Finsteraura. Dunkelaura? Ah, wie heißt die Attacke denn? Und Unheilböen. Ja, Herr Unheilböen hat so ein komisches Geräusch gemacht. So ein windiges Geräusch. So, Windschnitte, wollte ich gerade sagen. Windschnitt müsste hier jetzt reichen. Ja. Das Viech hat nämlich nicht so gute Verteidigungswerte, dafür mega viel KP. Und Mrs. Marinos, das erste Level Up, die braucht offenbar ziemlich viele Erfahrungspunkte. Das gefällt mir gar nicht so cool. Denn da weiß ich, da kommt was auf mich zu beim Offscreen-Training. Ja, ja. Don N kommt rein. Don ist eine Pflanze. Balofisch kann Giftattacken. Das ist in dem Fall nicht so gut. So, ich schau mal. Ich weiß gar nicht, ob ich beim Offscreen-Training unsere Pokémon im Allgemeinen noch ein bisschen trainieren sollte. Aber eigentlich ja nicht. Wir sind ja sogar noch über den Trainer-Pokémon. Bei der Arena wird das natürlich wieder anders aussehen, das ist klar. Aber, ja, dennoch will ich halt nicht so stark über den Gegner sein. Das habe ich letztens jetzt bei dem Part schon so das Gefühl gehabt, also bevor wir jetzt in diesem Gebiet hier angekommen sind, dass wir doch etwas hinausragen über unsere Gegner, dass das ein Tick zu leicht ist. Es sei denn jetzt natürlich für Bosskämpfe wie Cyrus oder sowas, aber sonst gegen normale Trainer. Und deshalb bin ich der Meinung, sollte ich nicht besonders meine jetzigen Pokémon trainieren. Hier soll 44 und sowas, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Das kann man vor der Top 4 oder sowas, kann man da nochmal irgendwie 2-3 Level hochziehen oder sowas. Aber ansonsten lassen wir das erstmal so. Gut. Joachim hat auch keine Hope mehr jetzt. Na, dann wollen wir mal hier durchgehen. Quatsch mal mit dem hier. Sonnewegs Arena, Leute, folgt dann langweilig in letzter Zeit sehr. So erzählt man sich jedenfalls. Wir brauchen dringend starke Trainer, die ihn herausfordern, damit seine Langeweile ein Ende hat. Manche Leute kommen nämlich auf die seltsamen Ideen, wenn sie zu viel Zeit haben. Der Darm ist den Ideen. Müsste ich die Arena von Sonnewegs in einem Wort beschreiben? Schockierende Elektrizität. Ups, das waren zwei Wörter. Das stimmt wohl. Wer ist das? Hey, Trainerkollege, deine Pokémon sind in ihrem Pokéball gut aufgehoben. Aber das verwirkt ihre Aura nicht, die sind ganz schön zähe Kerlchen. Oh, Entschuldigung, sollte mich vorerst mal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich habe da so eine Idee, vielleicht könntest du das erledigen. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderungen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit an seine Arena renoviert. Dann der Stromausfall, seine Laune hat sicher nicht geholfen. Du weißt bestimmt, worauf hinaus will, nicht wahr? Ich möchte, dass du ihm einen Kampf lieferst, der seine Leidenschaft für Duelle wieder zum Leben erweckt. Ich verlasse mich da auf dich, Heißsporn. Na, ich weiß nicht, ob da vielleicht Yugi Muto oder Seto Kaiba besser dran ist, wenn es hier um Duelle geht, aber... Na schön, ich probiere es mal in Pokémon-Kämpfen. So, dann stelle ich mich jetzt mal hier hin, werde die Pokémon nicht heilen. Ha, das habt ihr nicht erwartet, was? Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich bin hoffentlich etwas wacher und konzentrierter hier. Und dann werden wir uns mit neuen Pokémon im Team wiedersehen. Und außerdem werden wir die Arena herausfordern. Ja, das ist so mein Ziel. Also bleibt dran, wenn ihr darauf Bock habt. Bis dann und ciao. Euer Quidno.